Die Intrigen in der Wagenknecht-Partei werden immer größer und drohen, das BSW jetzt zu spalten. Die Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf will nämlich um jeden Preis regieren, verrät die eigenen Parteiideale und Wagenknecht droht bereits mit Rauschmiss, um das BSW zu retten. Wir werden gerade live Zeuge, wie die Thüringenwahl nicht nur die CDU, sondern auch das BSW zerstört. Schauen wir uns das im Detail mal an. Knapp 2 Monate nach der Wahl in Thüringen fliegen richtig die Fetzen und jetzt eskaliert nach der CDU auch noch der Streit in dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Und wieso? Weil es natürlich im Bündnis Sahra Wagenknecht ebenfalls machtgeile Politiker gibt, die auf Teufel komm raus regieren wollen und damit die eigenen Wähler verraten. Die BSW-Landeschefin in Thüringen, Katja Wolf, ist zu krassen Kompromissen bei der Friedenspolitik bereit, nur weil sie unbedingt an die Macht will und ein fettes Ministergehalt kassieren will. Dafür verrät sie sogar die eigenen BSW-Wähler. Und deswegen hat BSW-Chefin Wagenknecht jetzt die Notbremse gezogen und droht Katja Wolf sogar mit Rauswurf. Wie krass ist das denn? Die Junge Freiheit schrieb, entmachtet Wagenknecht ihre Thüringer Statthalterin Wolf? Im BSW spitzt sich der Konflikt zwischen der Namensgeberin und der Thüringer Landeschefin Wolf zu. Es geht um die Regierungsbeteiligung. Die Satzung gibt Wagenknecht ein scharfes Schwert in die Hand. Die BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht und Katja Wolf haben sich zuletzt immer wieder öffentliche Scharmützel geliefert, während die Parteigründerin die potenzielle Thüringer Koalition zu 100% auf Linie im Ukraine-Krieg und der Stationierung Raketen zwingen will, gab sich Wolf kompromissbereit. Dafür rüffelte Wagenknecht ihre Thüringer Statthalterin öffentlich. Es geht nicht darum, ob wir Schmerzen empfinden, sondern ob wir unsere Wähler enttäuschen. Und das werde ihre Partei nicht tun, schimpfte sie im Spiegel. Zuvor hatte Wolf die weltpolitischen Forderungen ihrer Vorsitzenden mit Blick auf CDU und SPD als saure Zitrone beschrieben, in die jeder von uns beißen und ungefähr denselben Schmerz empfinden wird. Und das ist schon ziemlich krass. Das BSW ist noch nicht mal ein Jahr alt und schon beginnen die ganzen Intrigen, die Grabenkämpfe und auch der Wählerverrat. Aber eigentlich war das ja auch klar, da sich das BSW zwar von den Linken abgespalten hat, aber das Personal das gleiche bleibt und nur den Namen getauscht hat. Ich meine, direkt nach der Thüringenwahl hat das BSW ja entgegen ihrer Wahlversprechen die Brandmauer zur AfD hochgefahren und sogar von einem AfD-Verbot gesprochen. Es wurde direkt nach der Wahl klar, dass das BSW eben keine 180-Grad-Wende für das Land will, sondern dass das BSW lediglich ein Mehrheitsbeschaffer für die Regenbogenparteien sein will. Und jetzt in den Koalitionsverhandlungen zeigt sich das Ganze immer mehr. Politikerinnen wie Katja Wolf zeigen mit ihren gefährlichen Kompromissen ganz klar, dass ihnen das deutsche Volk und die eigenen Wähler vollkommen egal sind. Sie will unbedingt an die Macht und an die ganz große Kohle und deswegen macht sie jetzt die krassesten Kompromisse und zerstört damit die Seele vom BSW. Und genau deswegen ist Sahra Wagenknecht ja jetzt so sauer und steht kurz davor, die Reißleine zu ziehen, weil Wagenknecht weiß ja selber ganz genau, dass Katja Wolf mit ihren Kompromissen zur Friedenspolitik, also dem wichtigsten Politikfeld der BSW, die ganze Partei zerstören kann. Das BSW wurde ja von den Wählern zu 95% wegen der Friedenspolitik gewählt und wenn man jetzt genau in diesem Bereich Kompromisse macht, dann verrät man den Kern der eigenen Partei und damit die Wähler. Ich meine, Katja Wolf ist das egal, die will einfach nur die Kohle aus dem Ministeramt. Wagenknecht ist das aber nicht egal, weil es ja nicht nur um ihre eigene Reputation geht, sondern auch um die nächste Bundestagswahl 2025 und deswegen
deswegen will sie nicht, dass ihre neue Partei jetzt schon vorher zerstört wird, nur wegen den Koalitionsverhandlungen in Thüringen. Die Junge Freiheit schreibt weiter, was, wenn Wolf Wagenknecht ignoriert? Die 55-Jährige hat sich von Anfang an vorbehalten, ihr Veto gegen Koalitionsverträge einzulegen, falls ihr die Papiere nicht passen. Aber was, wenn sich Wolf nicht daran hält? Dafür hat die Parteigründerin in der Satzung vorgesorgt. In Paragraph 8 heißt es, die Gliederungen sind verpflichtet, alles zu tun, um die Einheit der Partei zu sichern, sowie alles zu unterlassen, was sich gegen die Grundsätze, die Ordnung oder das Ansehen der Partei richtet. Und dann weiter, verletzen Gliederungen diese Pflichten, sind der Parteivorstand oder der zuständige Landesvorstand berechtigt und verpflichtet, sie zur Einhaltung dieser Pflichten aufzufordern und auf mögliche Ordnungsmaßnahmen nach Paragraph 14 hinzuweisen. In jenem Paragraph 14 werden diese aufgeführt. Unter anderem sind dies die Aberkennung von Parteiämtern, die zeitweilige Aufhebung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern und die Aberkennung sonstiger Mitgliedsrechte sowie der Ausschluss der Partei aufgeführt. Wow, also wir sehen hier wirklich die angespannte Lage beim BSW und ich hätte nicht gedacht, dass bereits so schnell die Fetzen fliegen und nicht nur die Aberkennung von Parteiämtern im Raum steht, sondern sogar der Parteiausschluss. Und sicherlich ist es bis dahin noch ein weiter Weg, aber auf jeden Fall greift Wagenknecht jetzt schon richtig hart durch und mischt sich überdeutlich in die Landespolitik ein. Weil ihr müsst wissen, eigentlich sitzt ja Wagenknecht im Bundestag und will auch nächstes Jahr mit BSW wieder in den Bundestag reingehen. Gewählt werden, aber sie selber und auch ihr Mann Lafontaine, die mischen sich jetzt schon so krass in die Koalitionsverhandlungen in Thüringen und in Sachsen ein und das bedeutet natürlich nichts Gutes für die Machtposition der Landeschefin Katja Wolf und ich meine, das Krasse dabei ist, sie kämpft ja nicht nur dann gegen die Katja Wolf, sondern sie kämpft an zwei Fronten, weil nicht nur die eigene Landeschefin Katja Wolf mit ihrem Wählerverrat macht der Wagenknecht Sorgen, sondern jetzt auch noch die Rebellion innerhalb der CDU. Weil in der CDU geht ja auch gerade richtig die Post ab und immer mehr CDU-Mitglieder sprechen sich gegen eine Zusammenarbeit mit BSW aus. Die Bild schrieb zum Beispiel heute, CDU-General keilt gegen BSW-Frontfrau. Frau Wagenknecht sind die Menschen vollkommen egal. CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann versucht seit Wochen, klare Grenzen seiner Partei bei den Koalitionsverhandlungen mit BSW in Sachsen und Thüringen zu ziehen. Dabei wird Lindemann immer deutlicher. Die CDU wird ihre Seele nicht verkaufen, nur um an die Macht zu kommen, sagte er Bild. Für ihn gilt, unser Fundament steht und das ist unverrückbar. Also meine lieben Zuschauer, das wird hier richtig, richtig spannend in Thüringen und Sachsen. Auf der einen Seite sagt die CDU, dass sie ihre Seele nicht verkaufen will, dass die Grenzen klar abgesteckt und nicht verhandelbar sind. Und auf der anderen Seite sagt der Wagenknecht genau dasselbe, dass bei denen die Friedenspolitik auch nicht verhandelbar ist und im Notfall schmeißt man sogar einzelne Abweicher wie Katja Wolf einfach raus. Also alle Zeichen sehen gerade danach aus, dass es keinen Kompromiss geben wird und die Koalition scheitern wird. Aber so wie ich die Regenbogenparteien kenne, knicken sie am Ende wegen Machtgeilheit ein und aus diesem nicht verhandelbar wird am Ende dann doch ein biegsamer Kompromiss. Weil wir alle haben ja im Wahlkampf ganz deutlich gesehen, es gibt eine einzige Sache, die den Regenbogenparteien doch wichtiger ist als die eigenen Parteigrenzen und die eigenen Parteifundamente. Und das ist einfach der Kampf gegen die AfD. Und diese AfD lässt sich halt nur mit dieser einzig möglichen Brombeer-Koalition verhindern. Was denkt ihr denn? Werden die Regenbogenparteien jetzt ihre Wähler verraten oder schmeißt Wagenknecht sogar ihre Landeschefin Katja Wolf raus? Schreibt mir gerne eure Einschätzung in die Kommentare unter dem Video.